Gut, Gott sei Dank habe ich das geschnallert irgendwie. Ja, irgendwie ist es gut gegangen und jetzt muss ich aber mal wieder experimentieren. Ja, jetzt geht's wieder los. Moment, eben der Blick auf die Uhr. Ja, nein, habe ich immer noch nicht. Scheiße, ich dachte, das wäre das Ding. Das ist da unter mir. Ja, wo haben wir den Hebel? Da. Ja, jetzt gehe ich hier mit. Ah ja, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ja, da ist es. Er kann ja nichts mehr sagen. Nö. Sodale. Exzellente. Exorbitante. Bravissimo. Und Scheißonero. So, ich muss wieder zurück. So, ai. So, da bin ich raus. Das ist gut. Und jetzt kann ich nämlich hier rein. Und hier durch. Moment, nein, hier wird nicht gespäht. Ja, Moment. Sekunde, gib mir wirklich eine Sekunde. War ich hier dran? Ja, haben wir. Ja, hatten wir. Aber hier war ich noch nicht. Nein, auf keinen Fall. Also kann ich das auch noch nicht gelesen haben. Nein. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, weil so viel zu lesen ist. Ja. Aber doch, das hatten wir schon gelesen. Ja, an einer anderen Stelle, aber ja, das hatten wir schon. Oder denn hier? Aramis Dilton? Ja. Aramis Dilton. So, dann haben wir das hier. Gut. Nein, nein, das ist schon okay. Nehme ich mal an, dass das okay ist. Ah, jawoll! Chaka! Bam, bam! Ja, ich glaube gar nicht, wie froh ich bin, aber mir fehlt trotzdem noch ein Bauplan. Ja, ein Bauplan fehlt mir noch. So, von hier aus wären wir nämlich auch dahin gekommen. Seht ihr? Ja. Aber mir fehlt echt noch ein Bauplan. Aber hier habe ich nichts mehr. Also werden wir jetzt hier zurückgehen. Und den Aufzug benutzen. Wo ist denn der? Hallo, Aufzug! Ja. So, und ab nach... Moment. Oh, was war oben nochmal? Ja, ihr wisst, Baupläne sind extrem wichtig. Aber... Ja. Ja, Moment. Wir sind ja nicht ganz von der Fläche. Ah, hier waren wir gerade, ne? Ja, hier waren wir. Ihr seht da, jetzt komme ich einigermaßen, jetzt ist das hier oben, jetzt sind wir hier oben, besser gesagt, und wir können aber wieder zurück, hoffe ich doch, ja, na gut, ne? Und dann werde ich jetzt runter, Moment, muss ich ganz runter, oder, nein, nein, das geht jetzt alles eigentlich ratzfatz. Denke ich mal, ja. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin, ehrlich. Boah. Hier ist Mäusemelken. Nein, hier ist es nicht. Da muss ich doch mal ein tiefer. Ja. Aber dass ich das eine Gemälde noch gefunden habe, ja, das ist mega. Ja. Und das war jetzt echter Zufall. Ich hätte natürlich auch gesagt, klar, war das gewollt. Das ist ja mal, alles doch logisch. Nein, das war echter Zufall. Ja. Na wunderbar. Ich bin an Ort und Stelle, wo ich sein soll, wo ich sein will. Und ja. Moment. War ich hier schon? Nein, war ich noch nicht. Ja, jetzt findest du schon. Ich meine, ich war schon hier. Na, doch, aber ich. Ja.
wusste es nicht mehr. Ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Glaubt's mir, jetzt weiß ich es. Jetzt kenne ich es. Und alles ist Taco. Ja. Der eine scheiß Bauplan. Ja, Mann, der ist diese jetzt... Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. What? Seit wann kann der wieder quatschen? Ist doch nicht normal. Wisst ihr, das meine ich. Weißt du, du hast den erledigt, aber der quatscht weiter. Ja, nee, ich guck nur, ob ich nicht hier irgendwo noch Gesundheit oder irgendwas schlabbern kann. Eben auf Fix. Oh Mann, lass mich doch eben was schlabbern. Ja. Nein, hier ist nichts. Gut, dann nicht. Was? Doch. Nein, 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 nein. Die Kartoffel will ich. Jawohl, jetzt bin ich wieder voll. Gut. Nein. Jetzt weiß ich, wo es hergeht. Jetzt weiß ich, wo ich hin soll. Und jetzt weiß ich auch, was ich machen soll. Aber... Moment, was ist das? Der arrogante Anton Sokolov lässt sich also nicht dazu herab, mir bei einer neuen Version meiner mechanischen Soldaten zu helfen. Gut, ich habe eine andere Lösung. Mein Elektroschocker, lange ein Nebenprojekt von geringer Praxiswert, ist hier genau das Richtige. Mit der richtigen Kalibrierung sollte es mir gelingen, nur jene Teile seines Geistes zu beschädigen, die für Unabhängigkeit und freien Willen zuständig sind. Sein reiches Wissen sowie eine erheblich wichtige Qualität, nämlich seine, ich sage es nicht gerne, legendäre, kreative, bleiben intakt. Er sagt es nicht gerne, ja, du verschmolzen, X-Händchen. Ja. Ach so. Ja, Moment. Was ist das Scheißding? Das war's für dich. Bleib ruhig. Was? Mit einmal zerlegt. Immer. Ich bin Bringer. So, nein. Ich brauche... Sekunde. Nein. Irgendwo ist hier... Genau. Ja, hör mal. Ah, hier sind keine Bomben. Scheiße. Na gut, dann nicht. Moment. Da habe ich den zerlegt. Ne, dann muss ich normalerweise hier drauf. Weil der ist da. Aha. Genau. Und jetzt muss ich schwuppdiwupp und dann haben wir ihn. Ja, und das Gemälde. Das dritte. Ja, da ist es. Oh, yeah, baby. Chakalaka. Oh, warte mal. Das gibt Party. Yeah. Zerleg die alten... Sokolov. Ja, logisch. Oh, was ist hier? Mein lieber Anton, ich hoffe, die mechanischen Soldaten vor ihrer Zelle stört ihre Ruhe nicht. Ich finde die soliden Schritte und das sanfte elektrische Summen sehr beruhigend. Aber vielleicht sind sie ja anderer Meinung. In ihrem Zustand mag es vielleicht sogar unerträglich sein, besonders da die Druckplatte zum Öffnen ihrer Zelle so verlockend nah ist. Aber sollten sie versuchen, aus dem Vorführraum auszubrechen, wie eine faltige graue Ratte, die im Labyrinth ein Stück Käse nachjagt, wird ihr stoischer Wächter sich schnell überwältigen. Sie sind ein intelligenter Mann. Ich muss sicher nicht erläutern, was diese scharfen Klingen mit ihren greisen, hageren Körper anrichten würden. Kirin Jindos. Ist er nicht nett? Komm, Sokolov. Emily Caldwin? Ja, klar. Wenn Sie hier sind, ist es schlimmer, als ich dachte. Aber Kirin Jindosch... Er lebt, aber ich habe ihn mit seinen Maschinen behandelt. Er hat sich verändert.
Sie waren ein aufgewecktes Mädchen. Nun sind Sie eine faszinierende Frau. Das hat er nicht gesagt bei meinem. Nein, schwöre ich euch. Nein, also hat sich einiges geändert. Ja. So, können wir ihn schleppen? Wir müssen los. Das geht nicht anders. Zack. Ja, Moment. Ja. Ich glaube, das ist richtig. Ja, und jetzt noch auf diese Platte treten und dann sind wir wieder frei. Genau. Ja, ich sag ja, nicht das... Oh, guck mal, was da ist. Und jetzt müsste ich wieder voll sein. Yeah, baby, yeah. So, ab nach oben. Ja, ja. Oh, ja. Scheiße! Von der Geschichte erzähle ich später im Offizier. Befehle abwarten! Auf der Puh! Schlepp sie in Stücke! Nachher trinke ich einen Rum und Lecknoll! Hör auf, das ist dein Untergebener. Na, bist du dämlich, du. Wo ist sie? Ey! Alter! Leck! Sag mal, wie kommen die denn? Die sind wieder wach geworden. Ja, das sind die, die schon geplündert hat. Wo ist der? Na, Komine, hab ich. Komm, Anton, wir müssen weiter. Ich hab den doch jetzt, ne? Ja. Was ist das denn? Sonst noch hier irgendwas? Weil die jetzt... Nee, hier ist nur die Küche. Ja. Gastarea. Ja, oder ich muss... Nee, ich glaube, ich bin richtig. Ja, doch. Alles klar. Ja. Ja, wir haben einfach zu lange gebraucht. Ja, einfach zu lange. Ja. Nein, jetzt ist schon alles in Ordnung. Wir verlassen das Ding jetzt hier. Standepedis. Wir können direkt durch. Ja, und hier sind wir schon. Seht ihr? Alles Taco. Mensch, lief ja besser als gedacht. Ja, und hinaus. Bloß raus hier. Ab sofort. Bam. Weg, fort. Tschüss. Mann, es ist der Hammer, ehrlich. Es ist der Hammer. Nein, zum Unteren, ja. Wir müssen ja wieder ganz weg hier. Ja. Completely raus hier. Ja, hier brauchen wir nicht mehr. Das ist der obere und jetzt kommen wir wieder zum unteren. Ja, es wird so geil. Es ist so geil, ehrlich. Das war mein Nemesis. Ohne Flachs, mein absoluter Nemesis, das Haus. Ihr wisst ja selber von mir, ja, die mich gucken regelmäßig, die wissen genau, wovon ich rede. Die sind schon geplagt und gepeinigt. Durch mein, dass ich mich wirklich in eine Telefonzelle verlaufe und ja, das ist echt mega heftig. Jetzt muss ich nur aufpassen, da können ja die... Du hast dich von deinen Kindern verabschiedet. Sag ich doch. Ja, das sind die Hexen. Ja. Das sind die Hexen. Moment. Ja, das regeln wir. Das kriege ich geregelt. Ja, aber nicht so, wie ihr denkt, sondern diesmal... Oh, was habe ich denn da rausgenommen? Das geht ja gar nicht. Ja.
Genau deswegen. Danke. Ja, das ist heiß. Heiß, musst du dir vorstellen. Die mögen es also nicht. Ja, die mögen es ganz und gar nicht. Wo bist du? Wo? Wo ist denn die Kuh? Na ja. Ja, bis jetzt habe ich noch nicht alle Dingens gefunden. Guck mal, was die hier draußen angestellt haben, die Kühe. Weg damit. Ja. Ja. Das ist echt heavy. Ja, dann lassen wir das mal drin. Und komm her, Anton. Die Runde mega. Apropos mega. Warte mal. Moment, wir nehmen ihn mal mit. Ja, ja, muss ich ja. Geht ja nicht anders, ja. Und jetzt holen wir uns den Rest vom Schützenfest. Ja. Mach das mal zu. So, Anton, lege ich dich mal hier hin. Ja, so, zack. Mach auf den Scheiß. Den haben wir nicht. Ey, damit habe ich gerade geschossen. Oh, nee, mit den Stechenden. Genau. So. Ey. Na gut. So, dann haben wir hier auch das Maximale rausgekriegt. Ja. So, und jeder kann jetzt hier rein, der will. Und ist mir eigentlich vollkommen egal. Ja. Naja. Halt. Nee, doch nicht. Hier war das nicht. Das war doch da hinten. Ja. Ja, wir sind gleich weg hier. Mhm. Hier. Was ist denn hier? Ach so, von hier unten kamen wir. Ja. Gut. Ja, wer weiß. Vielleicht hat sich ja hier irgendwas ergeben. War einer so nett und hat mal was hingelegt. Ja, hat gedacht, nee, hier kommt eh keine Sau vorbei. Dann könnte ich das schon hinlegen. Ja. Pennt da unten. Ja, weil ich war ja vorhin voll. Ja, und Moment, da hinten war doch was. War nicht hier hinten? Genau. Aber ich bin ja jetzt voll. Ja. Oh nein, oh Scheiße. Ich mache auch nur Scheiße. Du bist nicht tot, ne? Nein. Oh, Heimat, deine Sterne, ey. Das wäre doch noch gewesen. Hätte ich den ganzen Scheiß nochmal machen müssen. Alter, bloß nicht. Nein. Aber jetzt habe ich wenigstens ja, eine Reihenfolge. Das ist keine perfekte Reihenfolge, aber ich habe eine. Ja. Halt, warte mal. Nein, hier ist nichts. Gut, Demantau. So, Megan, hier, Anton. Geschafft. Anto. Wie geht's ihm? Er ist schwach und verwundet, aber ja. Er kommt durch. Aber ich dachte, das wäre unmöglich. Da gibt's einiges zu erzählen. Ich höre es mir auf dem Schiff an. Gut, Demantau. Ja, also zu gehen. Gehen ist nicht ganz richtig. So, was haben wir denn da? Und mir fehlen garantiert zwei Baupläne oder so weiter. 6, 1, 8. Da zwei Stück Scheiße! Mann! Das ärgert mich, ja, aber gut. Aber ihr seht, ansonsten habe ich alles. Wow. Scheibenkleister, ja. Na gut, komm. Ah, das ärgert mich schon. Ja. Das ärgert mich wirklich. Genau. Yeah, baby. So. Jetzt speichere ich mal hier eine Runde. Ja,
Ich speichere einfach mal. Gut. Zack. Okay. Fortsetzen. Moment, hier stimmt wieder was nicht. Irgendwas stimmt hier wieder nicht. Nee, irgendwas ist nicht richtig. Ah, sag ich doch. Das nichts, yes. Aber ja. Dieses Mal irgendwie anders. Oh ja, ganz anders. Und es wird dich nicht erfreuen. Nein. Überrascht, dass ich sie hierher holen kann? Der Outsider hat auch mich gezeichnet. Ich vertrieb sie aus ihrem geliebten Tower und tötete ihren Vater. Sie hatten es nicht leicht. Als ich jung war, waren die süße Jessamine und ich wie Schwestern und wir teilten ein Geheimnis. Kaiser Caldwin hatte noch eine Tochter, geboren von einer Küchenmagd. Träume ich? Wenn nicht, wie macht die Layla das? Ich sagte doch eben, wenn du älter bist, vielleicht nächstes Jahr. Das hast du letztes Jahr auch gesagt. Jessamine ist jünger als ich und jeden Tag am Hof. Jessamine ist... Es ist kompliziert. Du wirst es irgendwann verstehen. Das habe ich getan. Ich werde brav sein, wirklich. Nächstes Jahr, versprochen. Verspricht und verspricht und verspricht und nichts passiert. Ja. Tagsüber spielten Jessamine und ich im Tower. Doch nachts musste ich zurück zu den Bediensteten, zu Kakerlaken und Haferschleim. Mein lieber Kaiservater sagte, wenn ich brav wäre, würde er mich im nächsten Jahr als Prinzessin an den Hof holen. Und dann brach Jessamine eines Tages etwas sehr Wertvolles entzwei und der Meisterspion erwischte uns. Sie beschuldigte mich und er peitschte mich im Gartenhaus blutig. Meine Mutter verlor ihren Posten in der Küche und so mussten wir die Nacht auf der Straße verbringen. Ich habe nichts davon gemacht. Willst du mir sagen, wer es war? Wir haben nur gespielt. Jessamine, was haben Sie ihm gesagt? Sie war's. Die Layla, sie hat's kaputt gemacht. Nicht so prickelnd, würde ich sagen, ne? Nee, ich nehme mal an, sie hat die Strafe dafür gekriegt. Irgendwann landeten Mutter und ich im Schuldturm. Jessamine starb schnell durch eine Mörderklinge. Doch Mutter musste lange leiden, nachdem ein Wachmann ihr den Kiefer gebrochen hatte. Nach ihrem Tod warfen sie mich raus. Ich blickte hoch zum Dunwall Tower und schwor Rache. Ich war Waschfrau in einem Bordell und malte nebenbei, bis Anton Sokolov mich als Studentin aufnahm, um es nett zu formulieren. Ich war listenreich, schon bevor der Outsider mich zeichnete und überlebte die schlimmsten Dinge. Und jetzt du. Meine Mutter ist krank. Sie braucht Hilfe. Meine Mutter ist krepiert, als du betteln warst. Sie ist nur noch ein Haufen Knochen, Mädchen. Was? Nein! Ihre Strafe ist abgesessen und sie wird mit den anderen ausgeworfen. Du kannst hier nicht länger bleiben. Tja. Schwer zu sagen, ob meine liebe alte Tante die Wahrheit sagt. Ja, das weiß man nie. Im Vorher, ne? Von vornherein weiß man das nie. Hat die Verschwörung der Kaisertreuen, die mich verschleppt hat, auch Anton Sokolov geholt. Sie haben ihn in den Pub gebracht und in einen Hundekäfig gesperrt. Und wissen Sie was? Sokolov hat sie ausgelacht. Er hat mir viel beigebracht und lustige Geschichten erzählt. Er schien unsterblich. Sein Geist hat unsere Zeit geprägt. Das ist jetzt anders. Der Alte spricht nicht viel. Er isst, was er bekommt, stöhnt im Schlaf, hustet Blut
Ich dachte, er könnte mir das Geheimnis für den Sieg über Delilah und zur Rettung des Kaiserreichs verraten. Aber er scheint nicht mal zu wissen, wo er ist. Tja, das ist ja eben das Ganze drumherum und Brumborium, aber gut, man kann es nicht ändern und ja, Freunde, hier. Sogar nichts könnte ich nur mehr tun. Mutter, das war kein Traum, oder? Bin ich an Delilahs Verbitterung schuld? Nein, sie hat den Stadtstreich eingefädelt. Unsere Entscheidungen haben Folgen. Meine Zeit geht zu Ende, schon bald. Ja, bahne dir den Weg durch das Nichts. Ja, wunderbar, hat sie erledigt. Ja, Freunde, hier mache ich erstmal einen Cut und ja, dann sehen wir uns dann wieder.